Visionen der Schule. Zeitreise ins Jahr 2040. Meine Damen und Herren, das Impulspapier 2 versteht sich als, und ich zitiere, impulsgebende Anregung und auch als Leitfaden zur Reflexion von digitalisierungsbezogenen Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozessen. Das klingt möglicherweise für den einen oder die andere etwas abstrakt, daher hier die Einladung an Sie, dass wir das jetzt gemeinsam konkreter machen. Und zwar mithilfe eines Bingo-Bogens und mithilfe eines zeitreisenden Schulforschers aus dem Jahr 2040. Aber Schritt für Schritt. Erstmal der Anfang und das ist die Frage nach dem Warum. Also warum lohnt sich das überhaupt, sich mit einem Zukunftsbild zu befassen? Da möchte ich noch einmal aus dem Impulspapier 2 zitieren. Da steht nämlich, das vorliegende Impulspapier soll Schulen und Lehrkräfte dabei unterstützen, anknüpfend an das pädagogische Leitbild der einzelnen Schule, ein gemeinsam geteiltes Zukunftsbild zeitgemäßen und chancengerechten Lernens in der digitalen Welt zu formulieren. Und dieses Wort Zukunftsbild, das kommt im Papier sogar 8-mal vor. Es lohnt sich also einmal, sich zu fragen, warum lohnt sich das, sich mit einem Zukunftsbild oder mit einer Vision zu beschäftigen? Sie sehen neben mir den großen Verstärker. Das ist ein anderes Video, in dem ich meine These vom großen Verstärker ausführlich erkläre. Hier nur die Zusammenfassung. Ich behaupte, Digitalisierung verändert Gesellschaft, verändert Schule, verändert das Lernen, aber nicht per se in eine vorher feststehende Richtung. Sehr wohl kann Digitalisierung aber Richtungen, in die man gehen will oder die man schon eingeschlagen hat, verstärken. Das kann dann aber ganz unterschiedlich aussehen. Es kann sein, dass Digitalisierung als Verstärker für ein Lernen, für eine Schule fungiert, die individueller sein möchte. Für eine Schule, für ein Lernen, das vielfältiger, das kreativer sein will. Umgekehrt kann man mit Digitalisierung auch ein Lernen verstärken, das einheitlicher ist, vereinheitlicht, stärker strukturiert, stärker kontrolliert. Es lohnt sich also, sich darüber klar zu sein, wohin man eigentlich will, Zukunftsbild, und was man mit Digitalisierung verstärken will und was besser nicht. Eine zweite Perspektive, um auf das Warum des Zukunftsbildes zu schauen, habe ich in diesem Buch hier gefunden, Dirk Becker. Dirk Becker schreibt zwar in diesem Buch gar nicht irgendwas über Schule, aber über die Gesellschaft. Und er hat schon im Vorwort, gleich auf der ersten Seite hier, diese Formulierung vom doppelten Genitiv. Ich lese vor. In der Formulierung von der Digitalisierung der Gesellschaft steht die Gesellschaft sowohl im Genitivus Subjektivus als aktives Subjekt der Digitalisierung, wie auch im Genitivus Objektivus als passives Objekt der Digitalisierung. Und das möchte ich jetzt übertragen auf die Idee von die Schule und die Digitalisierung der Schule als doppelter Genitiv. Denn auch hier können wir sagen, die Digitalisierung der Schule, da kann die Schule Objekt der Digitalisierung sein, quasi in einer passiven Rolle, oder sie kann Subjekt sein, also die aktive Rolle übernehmen. Sie kann ihre eigene Digitalisierung gestalten, co-gestalten mit anderen. Sie kann die Digitalisierung für sich ein Stück weit auch erfinden, in dem Sinne, wie sie es für ihr eigenes Zukunftsbild braucht. Und das ist die zweite Perspektive, warum ich sagen würde, es lohnt sich sehr, sich mit einem Zukunftsbild für Schule in der digitalen Welt zu befassen. Noch eine dritte Perspektive, warum sich das Nachdenken über Zukunftsbilder, über Visionen lohnt, das sind die Nordsterne. Nordsterne sind Punkte, die Orientierung bieten, und zwar in einer Welt, die sehr, sehr stark von Veränderung derzeit geprägt ist. Auf Veränderung, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Erstens, die Welt verändert sich insgesamt. Zweitens, es verändert sich nicht nur die Art und Weise, wie wir Bildung denken, sondern auch die Ziele von Bildung. Und drittens, es verändert sich die Medienwelt noch, während wir darüber sprechen. Und diese Veränderungen, die sind nicht so ganz einfach, sondern sie sind erstens alle gleichzeitig, zweitens, sie sind ständig, das heißt, sie entwickeln sich weiter, es ist ein nicht abgeschlossener Prozess. Und drittens, diese Veränderungen sind komplex, das heißt, sie hängen auch noch untereinander, miteinander zusammen. Und bei all diesen Veränderungen braucht es eben Punkte, an denen man sein Handeln ausrichten kann, an denen man Entscheidungen orientieren kann. Und das ist das, was ich in meiner Sprache Nordsterne nenne. Und das ist sehr ähnlich zu dem, was man als Zukunftsbild oder als Vision für das eigene Handeln, für das Handeln der Schule, vielleicht auch für sowas wie gesellschaftliches Handeln betrachten kann. Soweit drei Gründe, warum sich das mit den Zukunftsperspektiven lohnt, warum sich das mit den Zukunftsbildern, mit den Visionen lohnt. Wir haben jetzt zur Unterstützung den zeitreisenden Schulforscher aus dem Jahr 2040. Der wird uns gleich drei Schulen vorstellen. Zum zeitreisenden Schulforscher gleich nochmal mehr. Jetzt erstmal zur Frage, was Sie und ich damit machen können. Wir spielen Bingo. Bei Bingo
hat man ja so einen Bogen vor sich und man kreuzt an, wenn man einen Treffer hat. In diesem Fall funktioniert das so. Sie hören etwas über die Schulen aus der Zukunft und wenn Sie irgendwie davon was wiederfinden, was hier in den Entwicklungsbereichen vom Impulspapier 2 steht, dann kreuzen Sie das an. Weil Sie ja fortgeschritten sind, jedenfalls unterstelle ich Ihnen das, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das anzukreuzen. Sie können entweder einen Haken setzen. Haken steht für Volltreffer, das heißt, Sie sagen, genau das, was hier steht, habe ich hier gerade von den Schulen gehört, findet sich darin wieder, Volltreffer, Haken dran. Sie können auch sagen, das ist für Sie ein Verdachtsfall. Ein Verdachtsfall ist dann ein Ausrufezeichen. Ein Ausrufezeichen machen Sie, wenn Sie sagen, das ist vielleicht nicht genau das, was der da gerade erzählt hat, aber ich glaube, es hat was damit zu tun. Verdachtsfall. Und drittens, Sie machen eine Leerstelle, das ist ein Fragezeichen. Eine Leerstelle heißt, dazu habe ich überhaupt nichts gehört. Vielleicht haben Sie dann etwas, um dieses Bild zu ergänzen und zu sagen, ich kann mir aber vorstellen, dass es sinnvoll wäre, in die und die Richtung zu denken. Außerdem, für noch Fortgeschrittene, haben wir noch eine vierte Möglichkeit, etwas anzukreuzen. Das ist das Pluszeichen. Das Plus steht, was für was fehlt. Das müssen Sie nicht ankreuzen, sondern unten drunter schreiben. Denn das Impulspapier sagt ja richtigerweise, diese Auflistungen, die hier in den vier Entwicklungsbereichen stehen, die sind nicht abschließend aufgezählt. Das heißt, Sie können die ergänzen. Wenn Sie also angeregt durch das, was Sie von den Schulen aus der Zukunft hören, etwas sagen, wo Sie sagen, das fehlt mir eigentlich in dieser Liste, dann schreiben Sie es einfach unten drunter und machen das Pluszeichen davor. Ganz wichtig, das sind ja eine ganze Menge von Punkten, die da stehen. Sie müssen nicht auf alle gleichzeitig achten. Es geht nicht um Vollständigkeit. Im Gegenteil, denken Sie eher bei den einzelnen Punkten ein bisschen vertieft nach, anstatt zu versuchen, alles gleichzeitig zu erfassen. Ich mache das Gleiche auch bei mir und nach jeder Schule, die der Schulforscher gleich vorstellt, machen wir eine Pause und gleichen ab, was wir an Ergebnissen haben. Jetzt kommt wirklich unser Zeitreisender, Augustin Berlinghoff Prefect. Wir können aus Gründen nichts darüber erzählen, wie diese Zeitreise und wie das Videomaterial zustande gekommen sind. Wir können aber nochmal eine wichtige Vorbemerkung machen. Der Zeitreisende war nicht optimal für diese Situation vorbereitet. Er hatte offensichtlich einen Recherchefehler, was den Kleidungsstil in der Gegenwart angeht. Das muss uns aber auch nicht stören. Was wirklich ganz entscheidend ist, ist der folgende Punkt. Der Zeitreisende orientiert sich ja nicht am Impulspapier 2. Wir aber schon. Das heißt, wir können anfangen, die Bilder von dem, was der von Schulen aus der Zukunft beschreibt, mit unseren Bildern und mit dem Impulspapier abzugleichen. Wir müssen aber nicht aufhören. Wir können darüber hinausdenken. Es gibt keinen Anspruch auf Vollständigkeit in den Schilderungen. Das heißt, Sie sind herzlich eingeladen zu sagen, Sie ergänzen das Zukunftsbild oder Sie widersprechen dem Zukunftsbild in einer Art und Weise, wie es Ihnen wichtig ist, wie es für Ihr Zukunftsbild von Schule relevant ist. Los geht's. Ich möchte Ihnen drei Schulen aus der Stadt vorstellen, in der ich im Jahr 2040 lebe. Als erstes möchte ich Ihnen von einer Schule am Stadtrand erzählen, der Greta Thunberg Reformschule. Die Schule gründete sich im Jahr 2022 und verschrieb sich in der Ausrichtung ihrer Arbeit den Sustainable Development Goals, SDGs, also den Zielen für nachhaltige Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 verabschiedet hatten. Die Ausrichtung der Schule ist also geprägt vom globalen Blick und von der Auseinandersetzung mit großen Menschheitsaufgaben wie der Bekämpfung der Klimakrise oder des Hungers, dem Einsatz für Gerechtigkeit und Gesundheit und anderem mehr. Die Schule ist hochgradig vernetzt auf sozialer wie auf technischer Ebene. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Die Schülerinnen kooperieren regelmäßig in internationalen Projekten, bei denen Gruppen von Partnerschulen auf allen Kontinenten zusammen an sogenannten echten großen Aufgaben arbeiten. Im Englischen heißt es Real and Big Challenges. Das geht so. Dafür definieren Sie sich am Anfang gemeinsam die Aufgabe und sammeln Fragen, auf die im Projekt Antworten gefunden werden sollen. Und in der Projektarbeit wird zum einen intensiv vor Ort gearbeitet. Da werden beispielsweise Podcasts oder kleine Dokumentarfilme geplant und produziert. Gleichzeitig findet die Zusammenarbeit international statt, natürlich digital vernetzt. Es gibt aber auch häufig sogar gegenseitige Besuche, ganz nach dem Motto, erst reisen die Daten, dann reisen die Menschen. Auf diese Weise haben Gruppen an der Greta Thunberg Reformschule zum Beispiel zusammen mit jener Schule aus Bolivien, Kanada, Nigeria und Indonesien eine gemeinsame Website erstellt, auf der die Energieerzeugung und die Energienutzung in den verschiedenen Ländern dargestellt und verglichen wurden.
In solchen Projekten werden nicht nur übergreifende Kompetenzen wie Kommunikation und Kollaboration, Medienproduktion, Projektplanung etc. entwickelt, sondern auch verschiedene fachliche Inhalte. In diesem Projekt zum Beispiel ganz stark in den Bereichen Physik, Mathematik, Wirtschaft und Fremdsprachen. Die Greta Thunberg-Reformschule ist Teil eines weltweiten Netzes von Messstationen. An diesen Stationen werden Daten wie Niederschlag, Wind, Wasserqualität, Luftqualität, Feinstaubbelastung etc. gemessen und dann online in einem globalen Datenpool gesammelt, der öffentlich zugänglich ist. Es gibt an der Schule einen starken naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, bei dem regelmäßig Experimente durchgeführt werden. Und dann werden sowohl die vor Ort als auch die global gesammelten Daten aus diesem Pool ausgewertet, verglichen, besprochen. Auch hier spielt sowohl die lokale Ebene wie auch die internationale Austauschebene eine große Rolle. Es gibt zum Beispiel Lerngruppen aus drei Ländern, die dann die Aufgabe bekommen, bestimmte Messdaten zu vergleichen und Erklärungen für die gefundenen Unterschiede zu formulieren. Natürlich gibt es auch ein virtuelles Labor mit Datenbrillen und Sensorhandschuhen und so weiter. Ich weiß, dass das in Ihrer Zeit gerade ganz groß als Hype diskutiert wird. Hier können Experimente und Umgebungen erforscht werden, die vor Ort nicht zur Verfügung stehen, die zu aufwendig oder einfach zu gefährlich sind. Vor einem Jahr, also im Jahr 2039, wurden im Rahmen der internationalen Mars-Expedition das erste Mal von Menschen Experimente auf dem Mars durchgeführt. Und dann hat die Schule viele Versuche davon bei sich nachgebaut und die Ergebnisse sowohl mit denen vom Mars als auch mit denen von anderen Schulen aus aller Welt aus diesem Datenpool verglichen. Stichwort Inklusion. Dieser Begriff ist an der Greta Thunberg-Reformschule quasi ein Fremdwort, denn hier ist es ganz selbstverständlich, dass alle Menschen individuell gesehen und nicht in Schubladen sortiert werden können. Und auch des verstärkten Einsatzes digitaler Technologien zu danken, gibt es ganz unterschiedliche Zugänge zu Materialien und zur Kommunikation miteinander. Selbstverständlich kann jede und jeder in die verschiedenen Projekte die eigenen Stärken einbringen. Man hat, das finde ich ganz interessant, bei der Arbeit mit digitalen Technologien viel über Inklusion gelernt und umgekehrt. Viele digitale Technologien wurden ursprünglich für Menschen mit besonderen Bedürfnissen eingeführt, zum Beispiel das automatische Vorlesen von Texten auf dem Bildschirm. Und als diese Technologien dann da waren, hat man gemerkt, dass sie gar nicht nur für die Gruppen interessant waren, an die man ursprünglich bei der Entwicklung gedacht hatte. Diese Vorlesefunktion wird zum Beispiel auch von vielen Schülerinnen und Schülern genutzt, die gut sehen können, denen aber die Kombination von Lesen und Vorlesen lassen bei der Konzentration einfach hilft. Noch einige Gedanken dazu, dass die Schule sehr eng mit dem Stadtteil vernetzt ist. Es gibt ein lokales Online-Netzwerk, das auf Liquid Democracy-Verfahren aufsetzt und die Bürgerbeteiligung, muss man sagen, auf ein ganz neues Niveau gehoben hat. Hier können Bürger, Bürgerinnen Projekte im Stadtteil vorschlagen und dann kann die Schule sich daran beteiligen, muss sie aber nicht. Über die Beteiligung der Schule wird in der Schulgemeinschaft abgestimmt. Da haben Schülerinnen und Lehrerinnen je eine Stimme. Und dank dieser digitalen Partizipationsplattform ist es viel einfacher, dass alle Interessierten in der Schulgemeinschaft selbst Vorschläge einbringen können, diskutieren können, das abstimmen können und sie können auch ihre Stimme delegieren. Auf diese Weise hat sich die Schule und das Selbstverständnis der Menschen darin grundlegend gewandelt. Man sagt nicht mehr wie in ihrer Zeit, sie besuchen die Schule, sondern die Menschen dort sehen sich als verantwortlicher Teil ihrer Gemeinschaft. Soweit die Schilderung einer ersten Schule aus der Zukunft. Wir werden gleich noch zwei weitere Schulen kennenlernen. Aber jetzt erstmal der Abgleich anhand des Bingo-Zettels mit den Entwicklungsbereichen, die im Impulspapier 2 ja genannt sind. Ich beginne das mit der linken Spalte und gehe dann die vier Entwicklungsbereiche einen nach dem anderen durch. Der erste Bereich ist überschrieben mit Umsetzung und stetige Weiterentwicklung des schulischen Zukunftsbildes in gemeinsamer Verantwortung. Und bei der Greta Thunberg-Reformschule, muss man sagen, erfahren wir nicht wirklich etwas über die Entwicklung, die diese Schule genommen hat oder nehmen wird oder genommen haben wird. Das mag daran liegen, dass der zeitreisende Schulforscher uns ja eine Momentaufnahme aus dem Jahr 2040 präsentiert. Es gibt einen konkreten Hinweis in den Schilderungen zur Greta Thunberg-Reformschule, der mir wichtig erscheint. Und deswegen habe ich einen Verdachtsfall bei mir angekreuzt. Und zwar gleich beim ersten Punkt, partizipative Entwicklung eines Zukunftsbildes. Der Zeitreisende erwähnt ja, dass die Schule schon bei ihrer Gründung sich an den Sustainable Development Goals orientiert hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das gut als Nordstern funktioniert hat. Ich zitiere nochmal aus dem Impulspapier. Da steht ja, es geht darum, dass die Beteiligten, und in dem Fall schon beim Start der Schule, eine gemeinsam geteilte Vorstellung von Schule und Lernen in einer digitalen Welt hatten. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die Gestaltung der Schule sehr hilfreich war. Außerdem habe ich noch einen Volltreffer bei erweiterte Lernräume gesetzt.
Da gibt es ja verschiedene Stellen im Impulspapier 2. Da ist die Rede von Zusammenspiel von Didaktik, Technik und Raum. Da ist die Rede von der Umgestaltung von physischen und digital-virtuellen Lernräumen und von explizit auch außerunterrichtlichen Lernräumen. Und genau das scheint mir in der Greta-Thunberg-Reformschule sehr präsent zu sein. Da ist die Rede von schulübergreifenden Kooperationsprojekten, von Projekten, die mit dem Stadtteil zusammen stattfinden, bis hin zum Abgleich mit Experimenten, die auf dem Mars stattfinden. Und ich würde sagen, bei all diesen Möglichkeiten spielt die digitale Kommunikation oder die digital vermittelte Zusammenarbeit eine sehr große Rolle, auch wenn das ja gar nicht explizit an allen Stellen beschrieben wird. Schauen wir auf die zweite Säule. Der zweite Bereich ist überschrieben mit Persönlichkeitsentwicklung, Lebens-Arbeitswelten und Lernen der Schülerinnen und Schüler als zentrale Bezugspunkte. Ich habe jetzt in dieser Säule nicht allzu viele Volltreffer. Man könnte wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle einen Verdachtsfall argumentieren und vielleicht können Sie ja genau das gleich machen. Ich für meinen Teil möchte mich auf einen Volltreffer konzentrieren, den ich gesetzt habe bei Förderung demokratischer Teilhabe. Dazu steht im Impulspapier ja etwas ausführlicher: Schülerinnen und Schüler lernen in einer zunehmend komplexen digitalen Welt Chancen und Risiken zu erkennen, abzuwägen und mit Widersprüchen, Ambiguitäten und Dissens konstruktiv, reflektiert und diskursiv umzugehen. Sie lernen, die digitalen Möglichkeiten für die Weiterentwicklung demokratischer Werte und Teilhabe zu nutzen und zu gestalten. Hierzu entwickelt die Schule ihre demokratisch gestaltete Schulkultur kontinuierlich weiter und schafft hierdurch die notwendigen Rahmenbedingungen. Ich finde es hervorhebenswert, dass im Impulspapier von zwei unterschiedlichen Dingen die Rede ist, nämlich einmal Partizipation durch Mitverantwortung. Hier geht es um den Lernprozess und die Mitgestaltung dieses Lernens. Und dann gibt es noch getrennt davon einen zweiten Punkt, der heißt demokratische Teilhabe, was darüber noch deutlich hinausgeht. Und da habe ich einen Volltreffer gesetzt, weil in der Beschreibung der Greta Thunberg Reformschule kurz vor Ende die Rede ist von einem lokalen Online-Netzwerk, das auf Liquid Democracy-Verfahren aufsetzt. Wenn ich das richtig verstehe, verbergen sich dahinter eigentlich zwei Netzwerke, über die Mitbestimmung möglich ist. Einmal im Stadtteil, wo die Schule also ein Teil dieser Community ist, und einmal als Teil der Schulgemeinschaft, also ein Netzwerk zur Mitbestimmung innerhalb der Schule. Die Beschreibung an dieser Stelle erinnert mich sehr an ein Projekt, das wir in der Gegenwart seit einigen Jahren kennen, nämlich das Projekt Aula, gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung, initiiert und geleitet von Marina Weißband. Aula ist eine Plattform, auf der Mitbestimmung und auch Abstimmung online abgebildet funktioniert. Das Ganze ist natürlich in vielfältiger Weise in das Schulleben eingebunden. Und ich fand an Aula, wenn ich Einblicke darin hatte, immer beeindruckend, dass da tatsächlich jetzt nicht ein Verfahren digital irgendwie optimiert wurde, sondern dass bestimmte Sachen digital über diese Plattform erst möglich wurden, die vorher nicht denkbar waren. Zwei Dinge möchte ich hervorheben. Das eine ist, wie liquide die Delegation von Stimmen funktioniert. Das heißt, man kann sehr einfach seine Stimme, vielleicht auch nur für einen bestimmten Bereich oder einen bestimmten Zeitraum, delegieren. Man kann sich auch diese Delegation sofort wieder zurückholen. Und das Ganze in einer, sagen wir, Schulgemeinschaft mit 700 Personen, kann man sich vorstellen, ist ohne eine Online-Plattform sehr schwierig und ich würde sogar sagen, gar nicht in diesem Maße denkbar. Ein anderer Unterschied, der tatsächlich mit der digitalen Plattform eine andere Qualität in die Mitbestimmung, in die Beteiligung gebracht hat, ist die Möglichkeit, Diskussionen auch über längere Zeiträume in einer asynchronen Weise zu führen, über die Schriftform möglicherweise, und damit auch denjenigen mehr Möglichkeiten zu geben, die mit der sonst dominanten, ich würde es mal Live-Diskussion als dominante Form nicht so gut zurechtkommen. Schauen wir auf die dritte Säule, der Bereich, der überschrieben ist mit zukunftsgerichtete Gestaltung von Unterricht und schulischen Lernprozessen. Es geht also um das Lernen. Es geht um die Lernformen, die Lernkultur und nicht zuletzt auch um die Lerninhalte. Ich habe jetzt bei der Greta Thunberg Reformschule einen Volltreffer gesetzt bei erweiterte Lernaufgaben und Öffnung von Lernarrangements. Wir hören in der Beschreibung ja sehr viel von einem, ich würde sagen, projektorientierten Unterricht und die Beschreibung klingt sehr nach dem, was wir hier kognitiv, sozial und affektiv anregende Aufgaben nennen im Impulspapier, wo auch dann die digitalen Medien und Werkzeuge genannt sind. Bei dem Punkt umfassende Kompetenzorientierung habe ich so ein Mittelding zwischen Verdachtsfall und Volltreffer.
das klingt auf jeden Fall alles sehr deutlich an. Bei der Greta Thunberg Reformschule in der Beschreibung habe ich gehört, übergreifende Kompetenzen werden gefördert, wie Online-Kommunikation und Kollaboration, Medienproduktion und Projektplanung. Gleichzeitig werden dann da auch fachliche Ziele genannt, von Fremdsprachen über die Naturwissenschaften. Deswegen da ein Verdachtsfall mit Tendenz zum Volltreffer, genauso wie bei Förderung von 4K als Zukunftskompetenzen. Ich möchte zwei Kreuze, die ich als Leerstelle gesetzt habe, nennen. Das eine ist bei Beziehungsarbeit und das andere ist bei individuelle Förderung und Inklusion. Da ist zwar von Inklusion die Rede, aber wir hören sehr wenig Konkretes darüber. Es bleibt auf einem sehr allgemeinen Level. Es gibt einen konkreten Punkt, der genannt wird, den fand ich interessant in Bezug auf digitale Medien, nämlich, dass man technologische Aspekte hervorhebt, wo digitale Medien andere Zugänge zu Materialien ermöglichen. Ich habe einen klaren Verdachtsfall, nämlich bei Erprobung und Weiterentwicklung von Formen der Leistungsüberprüfung. Wir hören in der Beschreibung der Greta Thunberg Reformschule ja sehr häufig von Lernprodukten, die am Ende von Lernprozessen stehen. Da ist die Rede gewesen von Podcasts, von Websites, von Forschungsdaten, von Videos. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch im Zusammenhang mit der Leistungsüberprüfung genutzt wird. Ich habe auch einen Punkt mir unten drunter geschrieben, also einen Punkt ergänzt als was fehlt. Nicht nur für diese Säule, sondern eigentlich für das ganze Impulspapier. Und das ist die Projektorientierung. Wenn man nach Projekt sucht im Impulspapier, dann findet man eine Stelle und da steht, es geht um herausfordernde digitale Lehr-Lern-Arrangements, die auch projektbezogenes Arbeiten und personalisiertes Lernen umfassen. Das ist aber tatsächlich das einzige Mal, dass im ganzen Papier die Projektorientierung genannt wird. Und wenn man diese eine Nennung jetzt kontrastiert mit dem Stellenwert, den das Projektlernen in der Greta Thunberg Reformschule hat, dann würde ich sagen, kann man guten Gewissens ein Was fehlt für Projektlernen als eigenständigen Punkt ergänzen. Kommen wir zu der Säule, die hier ganz rechts steht, im Impulspapier ganz hinten. Das ist der Bereich veränderte Rollen und kontinuierliche Professionalisierung von Lehrkräften. Und man muss sagen, die Beschreibung der Greta Thunberg Reformschule ist da eigentlich eine einzige große Leerstelle. Wir erfahren nichts darüber, wie Haltung und Mindsets aussehen, wie das Rollenverständnis sich entwickelt hat, wie Fort- und Weiterbildung an dieser Schule aussehen. Wir erfahren jedenfalls nichts explizit darüber. Implizit könnte man ein paar Mutmaßungen anstellen, also auch Verdachtsfälle begründen. Insgesamt kommt in dieser Beschreibung, das ist ja sehr bemerkenswert, die Rolle der Lehrkräfte gar nicht vor. Ich habe einen Verdacht, sozusagen auf der Metaebene, einen Verdachtsfall, warum das so sein könnte und warum das sozusagen gar nicht schlimm ist, dass die Lehrkräfte jetzt noch gar nicht vorkommen. Und zwar habe ich von Michael Schratz die Unterscheidung gelernt, dass man lernseits und lehrseits auf Schule oder auf Unterricht schauen kann. Wenn man lernseits schaut, dann heißt das nicht, dass man das Lehren ignoriert. Man fängt nur mit der Betrachtung beim Lernen an. Und mein Verdacht wäre jetzt, dass genau das an der Greta Thunberg Reformschule passiert, dass man sehr stark lernseits denkt und daraus dann, ich mache jetzt eine ganz, ganz vereinfachende Überspitzung, das Lehren quasi automatisch resultiert. Und möglicherweise haben Sie jetzt auch konkretere Verdachtsfälle im Kopf oder auf Ihrem Zettel stehen, inwieweit an dieser Schule veränderte Rollen von Lehrkräften zum Tragen kommen und welche kontinuierliche Professionalisierung dafür notwendig ist. Soweit meine Bingo-Ergebnisse zur Greta Thunberg Reformschule. Das ist selbstverständlich nur ein Ausschnitt und es ist sicher auch nur meine, also eine mögliche Sichtweise auf die Dinge. Jetzt sind Sie dran mit Ihren Ergebnissen und Ihren Sichtweisen. Für den nächsten Stopp unserer Schulbesuche im Jahr 2040 führe ich Sie zum Manfred-Spitzer-Lyzeum. Diese Schule rühmt sich dafür, eine digitalfreie Zone zu sein, in der Geräte wie Smartphones, Tablets, Chipimplantate und andere Computer verboten sind. Die Ausrichtung dieser Schule entstand Anfang der 20er Jahre, also genau in ihrer Zeit, in bewusster Abgrenzung zum damaligen Hype um die Digitalisierung von Schulen. Viele Eltern und Pädagogen, aber auch einige Jugendliche waren der Meinung, dass digitale Medien in ihrem Alltag ohnehin schon eine zu große Rolle spielten. Die Schule sollte dazu ein bewusstes Gegengewicht bilden und Prinzipien wie Konzentration, Ruhe, Achtsamkeit und Disziplin betonen. Viele sprachen sogar davon, dass es um die Prävention von Mediensucht ginge.
Dazu muss man wissen, dass die Hersteller von Diensten und Apps Anfang der 20er Jahre ihre Produkte tatsächlich gezielt so gestalteten, dass sie so etwas wie ein suchtähnliches Verhalten mit entsprechenden Belohnungs- und Abhängigkeitsmechanismen auslösen sollten. Diese digital freien Schulen, die an mehreren Orten entstanden, orientierten sich bei ihren Bildungszielen in der Regel an klassischen Idealen, teilweise bewusst als Gegentrend zu solchen Bewegungen wie 21st Century Skills oder zeitgemäße Bildung oder digitale Bildung. Heute im Jahr 2040 gehört an solchen Schulen Latein oder Altgriechisch zum Standard. Die Handschrift wird in ihrer Bedeutung betont und in Kalligrafiekursen trainiert. Man legt viel Wert auf die Rhetorik und auf die musischen Fächer und auch den körperlichen Aktivitäten mit besonderer Wert beigemessen, teilweise mit speziellen Sportschwerpunkten. Im akademischen Curriculum wird besonderer Wert auf die Grundlagen gelegt. Das Credo am Manfred-Spitzer-Lyzeum lautet: Je unvorhersehbarer die Welt ist, desto wichtiger sind die Fundamente. Je vielfältiger das Wissen wird, desto wichtiger ist ein gemeinsamer Kanon. Die komplette Abwesenheit von digitalen Technologien hat die Schule übrigens nach einigen Jahren wieder eingeschränkt. Zwar wird im Unterricht standardmäßig noch auf Kreide und Tafel, auf Tinte und Papier gesetzt. Es gibt jedoch sogenannte Computerräume und dort sollen computerbezogene Qualifikationen vermittelt werden. Auch der Ansatz ausschließlich auf analoge Medien als Quellen zuzugreifen, kommt zunehmend an Grenzen, weil viele Materialien einfach nur noch digital verfügbar sind. Das gilt sowohl für aktuelle wie auch für ältere Quellen vom Jahr 2040 aus gesehen. Diesen Schulen wird nachgesagt, sie haben verdeckte Probleme mit Bullying und problematischen Medieninhalten. Es gibt Fachleute, die sprechen sogar davon, dass die sogenannte Freiheit von digitalen Medien eher eine Verdrängungsfunktion habe. Die Nutzung unterbleibe gar nicht komplett, sondern werde einfach in dunkle Ecken verdrängt. Soweit zum Manfred-Spitzer-Lyzeum der digitalfreien Schule. Die digitalfreie Schule. Schauen wir wieder auf den ersten Bereich, der da heißt Umsetzung und stetige Weiterentwicklung des schulischen Zukunftsbildes in gemeinsame Verantwortung. An dieser Stelle könnte man jetzt sagen, am Manfred-Spitzer-Lyzeum, da gibt es doch gar kein Zukunftsbild. Die wollen ja im Gegenteil eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist oder wie es war. Allerdings glaube ich, dass man sich da zu leicht macht und den Akteuren dort vielleicht auch Unrecht tun würde. Denn die haben sich ja bewusst für dieses Bild von Schule entschieden. Und zwar auch bewusst in Bezug auf den Wandel hin zur digitalen Welt. Sie haben ganz explizit entschieden, wenn die Welt digitaler wird, dann müssen wir weniger digital werden. Insofern ist es schon so, dass die so ein Zukunftsbild haben, einen Nordstern haben, an dem die sich orientieren. Das ist so eine Mischung aus, ich habe mir hier notiert, zurück in die Zukunft oder vorwärts in die Vergangenheit. Aber sie haben schon sowas wie ein Zukunftsbild. Insofern würde ich auch einen Volltreffer setzen hier bei Vereinbarung von Lern- und Unterrichtsprinzipien. Im Impulspapier steht ja, diese Prinzipien sollen den Anforderungen und Möglichkeiten der digitalen Welt Rechnung tragen. Und am Manfred-Spitzer-Lyzeum orientiert man sich jetzt vielleicht nicht an den Möglichkeiten der digitalen Welt, aber nach dieser Logik schon an den Anforderungen der digitalen Welt. Denn genau darin begründen die Akteure an dieser Schule ja, warum sie Grundwerte, warum sie einen gemeinsamen Kanon für notwendig halten. Gleichzeitig findet man zu vielen Stellen, die hier im Impulspapier stehen, nichts in der Beschreibung zum Manfred-Spitzer-Lyzeum. Exemplarisch sei eine große Lehrstelle erwähnt, nämlich die erweiterten Lernräume. Am Manfred-Spitzer-Lyzeum werden ja offenbar tatsächlich die Lernräume hinsichtlich der Möglichkeiten der digitalen Welt sogar bewusst künstlich eingeschränkt. Schauen wir auf den nächsten Bereich, der da überschrieben ist mit Persönlichkeitsentwicklung, Lebens-Arbeitswelten und Lernen der Schülerin als zentrale Bezugspunkte. Jetzt könnte man auch hier wieder zahlreiche Lehrstellen beschreiben, aber interessanter ist es vielleicht auf die Zweifelsfälle und auf die Verdachtsfälle zu schauen. Und da habe ich mir einen rausgegriffen, und zwar einen klaren Verdachtsfall bei Anknüpfen an Lebens- bzw. Arbeitswelten. Am Manfred-Spitzer-Lyzeum gibt es offensichtlich nicht das, was im Impulspapier digitale Schlüsselkompetenzen heißt. Aber es gibt im Impulspapier noch eine andere Formulierung, nämlich die Orientierung an Lebens- bzw. Arbeitswelten, die selbst in hohem Maße bereits medial geprägt sind. Und genau das ist ja auch der Bezugspunkt des Manfred-Spitzer-Lyzeums. Sie sagen auch, die Lebens- und Arbeitswelten sind sehr stark medial geprägt. Nur die Schlussfolgerung ist jetzt eine andere. Wir müssen deswegen in der Schule genau das andere stärken, was das spezifisch Menschliche ist. Hier sind so körperliche Sachen genannt, kreative Sachen, musische Sachen. Und an dieser Stelle gibt es schon eine interessante Überschneidung zwischen dieser, ich würde mal sagen, konservativen Positionierung
und so manchen Positionen von digitalen VordenkerInnen, die auch sagen, man muss als Antwort auf die zunehmende Digitalisierung nicht Menschen das beibringen, was auch Maschinen können, sondern genau das Gegenteil, bei Menschen das stärken, was spezifisch menschlich ist. Nächster Bereich, es geht um den Unterricht und auch hier könnte man wieder viele Leerstellen setzen, zum Beispiel und ganz besonders bei der Nutzung zeitgemäßer Bildungsmedien. Auch hier ist es vielleicht interessant, auf die Verdachtsfälle zu schauen, die ich markiert habe, gleich bei mehreren Punkten, Stärkung der Beziehungsarbeit, umfassende Kompetenzorientierung und Förderung von 4Ks als Zukunftskompetenzen. Denn mutmaßlich würden die Akteure im Manfred-Spezialisierung genau da die Stärken und die Ziele ihres Schulkonzeptes sehen. Sie würden sagen, wir haben uns hier entschieden, dass man besser ohne digitale Medien, manchmal macht es den Eindruck, besser gegen digitale Medien, diese Zukunftskompetenzen erreichen könne. Vielleicht ist nicht unbedingt Latein oder Altgriechisch das beste Beispiel dafür, aber schon sowas wie Förderung von Rhetorik, die musischen Fächer, vielleicht gibt es auch sowas wie Theater. Da sehe ich schon auch enge Verbindungen zu sowas wie Zukunftskompetenzen. Das Ganze wird am Manfred-Spitzer-Lyzeum erkauft, indem man bestimmte Perspektiven einfach ausblendet bzw. verdrängt und damit vielleicht auch sowas wie unerwünschte Nebenwirkungen in Kauf nimmt. Denn den Umgang mit den schwierigeren Herausforderungen, mit den problematischen Seiten, die auch natürlich durch die digitalen Medien nochmal in mancher Weise in neuer Qualität sich auftun, die lernt man in dieser Schule eben gar nicht oder neben der Schule, trotz der Schule, jenseits der Schule. Womit wir bei einem Was fehlt auf meinem Bingo-Zettel angekommen sind, weil im ganzen Impulspapier vor diesen Herausforderungen, die mit digitalen Medien verbunden sind, gar nicht die Rede ist. Schauen wir auf die Säule ganz rechts. Es geht um die Lehrkräfte und auch hier kann man sich's leicht machen, ganz viele Lehrstellen markieren. Ich würde über manche Lehrstelle gerne mehr erfahren. Beispielsweise über die Lehrstelle Erweiterte Haltung und Mindsets. Da steht hier im Impulspapier drin, die Lehrkräfte setzen sich mit der Entwicklung des Lernens in der digitalen Welt auseinander. Und jetzt würde mich interessieren, ob die Positionierung, die Haltung, meinetwegen auch das Mindset der Lehrkräfte an dieser Schule begründet ist in einer fundierten Auseinandersetzung mit Lernen in der digitalen Welt oder indem man das von vornherein abgelehnt hat, also sowas wie Abwehrreflexe und Kulturpessimismus als Ausgangspunkt dieser Positionierung hatte. Soweit mein Bingo-Zettel zum Manfred-Spitzer-Lyzeum. Jetzt sind Sie wieder dran und ich hätte den Appell an Sie, dass Sie das Manfred-Spitzer-Lyzeum nicht als bloßes Gegenbild oder sowas einordnen, sondern tatsächlich als Reflexionshilfe. In Diskussionen darum erfahre ich häufig so dieses Argument oder diese Argumentationslinie, ja, wir brauchen ein gesundes Mittelmaß oder sowas. Und ich glaube, dass man sich damit zu leicht macht, weil man sozusagen eine klarere Positionierung vermeidet, indem man sagt, ja, irgendwie so unentschieden, gesundes Mittelmaß. Es ist ja viel schwieriger zu sagen, wie können wir denn tatsächlich beides miteinander vereinen und nicht beides voneinander ein bisschen zusammenbringen. Und da muss man sagen, haben so Anti-Digital-Verfechter wie Manfred Spitzer in meiner Wahrnehmung dem Diskurs bei uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten, muss man ja schon jetzt sagen, keinen Gefallen getan, weil sie tatsächlich polarisierend gewirkt haben. Und wir jetzt noch viel mehr Nachdenken brauchen, wie wir eben nicht so entweder oder, sondern sowohl als auch Lösungen finden können. Die dritte Station unseres Rundgangs durch die Bildungslandschaft im Jahr 2040 ist die LIDA-Schule N22 in der Neustadt. Sie steht stellvertretend für das vorherrschende Schulkonzept, das an den allermeisten staatlichen Schulen inzwischen etabliert wurde. Der offizielle Name des Konzeptes lautet Lernen individuell, digital und adaptiv, abgekürzt LIDA, daher spricht man von den LIDA-Schulen. Um das LIDA-Konzept verständlich zu machen, will ich in einem kurzen Exkurs erklären, wie dieses adaptive Lernen grundsätzlich funktioniert. Ich glaube, bei Ihnen in 2021 wird das häufig mit dem Stichwort künstliche Intelligenz verbunden. Das Konzept orientiert sich an dem Modell, das in der Forschung häufig als das effizienteste Lehr-Lern-Setting angesehen wurde, nämlich die 1:1 Betreuung durch eine Lehrperson für einen Lernenden, so wie es beim Hauslehrer oder in der Nachhilfe ja bekannt ist. Um adaptives Lernen zu verstehen, hilft es sich zunächst, das Vorgehen einer guten Lehrerin zu vergegenwärtigen. Was macht eine gute Lehrerin? Sie macht Lernangebote, die nicht losgelöst sind vom individuellen Stand ihrer Schülerinnen und Schüler, sondern möglichst genau auf deren Bedarfe zugeschnitten. Dabei durchläuft sie in ihrer Arbeit mehrere Schritte, mal bewusst, mal unbewusst, und die gucken wir uns jetzt mal an.
Schritt 1, Diagnose. Die Lehrerin vergleicht die Lernziele mit dem Lernstand und leitet daraus die notwendigen Lernschritte für den Lernenden ab. Schritt 2, Input. Sie gibt gezielt Input, beispielsweise einen Lehrvortrag, einen Text oder ein Video. Schritt 3, Übung. Sie lässt den Lernenden das Neugelernte anwenden und üben, am besten in verschiedenen Formen, in verschiedenen Kontexten. Wir haben also erstens Diagnose, zweitens Input, drittens Übung und jetzt kommt viertens Evaluation und Feedback. Die Lehrerin macht sich ein Bild vom aktuellen Lernstand des Lernenden nach Input und Übung, gibt ihm Rückmeldung zum Stand und zu den nächsten Schritten und das Ganze dann in der Regel als Spirale, also zurück zum Anfang. Die Lehrerin prüft nach einer neuen Diagnose, ob es zusätzlichen Input braucht oder ob es weitere Übung braucht, gibt wieder Feedback und so weiter. Wie kann die Lehrerin das jetzt möglichst gut machen? Wie fein kann dieses Vorgehen ausdifferenziert werden, ist im Grunde die Frage. Und theoretisch kann die Lehrerin ihrem Lernenden ständig über die Schulter schauen, sein Lernen diagnostizieren, kann kleine Inputs geben, passende Übungen auswählen, schnell Feedback geben etc. Das ist die ideale Situation zum Beispiel bei einer Hauslehrerin oder bei der Nachhilfe. In der realen Praxis hängen Möglichkeiten und Begrenzungen der Lehrerin aber von mehreren Faktoren ab. Das ist zum einen die Kompetenz. Die Lehrerin wurde für diese Aufgabe, die sie ausfüllen muss, ausgebildet, fortgebildet. Das andere ist die Erfahrung. Die Lehrerin hat im Laufe ihrer Berufsjahre umfangreiche Erfahrungen, Erkenntnisse gesammelt und über diesen Abgleich mit früheren Situationen kann sie die aktuellen Situationen besser beurteilen. Nächstens Verfügbarkeit von Inputs und Übungen. Also für die Schritte 2 und 3 ist entscheidend, welche Materialien sind da, wie viele Materialien, wie gute Materialien hat die Lehrerin. Nächster Faktor, die Aufmerksamkeit pro Lernenden. Die Lehrerin kann nur an einem Ort gleichzeitig sein und wenn sie 25 Schülerinnen im Unterricht begleitet, hat sie weniger Aufmerksamkeit pro Kopf als in einer 1:1 Nachhilfesituation. Und schließlich die Ressource Zeit. Die Lehrerin hat begrenzt Zeit, sowohl für die Vorbereitung und Nachbereitung des Unterrichts als auch im Unterricht selbst. Das gilt mit Fokus auf den Lernenden, zum Beispiel für sowas wie Förderpläne schreiben, als auch mit Fokus auf die Materialien, zum Beispiel Inputs und Übungen sichten und vorbereiten und auch für die eigene Fortbildung, beispielsweise neue Forschungserkenntnisse sichten. All das kommt an Grenzen, weil der Faktor Zeit es eben limitiert. Der Ansatz des adaptiven Lernens ist ein Kind der Diskussion um künstliche Intelligenz, KI, und lässt sich bis in die 1970er Jahre zurückverfolgen. Und um das Jahr 2020 herum hat es ein großes Comeback gefeiert. Im Englischen wird dafür auch der Begriff Intelligent Tutoring Systems genutzt, also intelligente tutorielle Systeme. Die Grundidee dahinter lautet, der Computer übernimmt weitgehend die eben beschriebenen Aufgaben der Lehrerin. Wenn ich jetzt sage, der Computer oder wenn ich sage, die Maschine, dann meine ich damit ein cloudbasiertes Programm, das zum Beispiel in Form einer App auf dem Tablet genutzt werden kann, aber auch an beliebigen anderen Orten, an beliebigen Geräten, in denen ich mich einloggen kann. Der Computer vollzieht jetzt die Schritte, die wir bei der guten Lehrerin gesehen haben. Das können wir wieder durchgehen. Schritt 1, Diagnose. Der Computer erfasst den Lernstand, zum Beispiel über einen individuellen Eignungs- oder Einstufungstest, erkennt die Lernziele, die allgemeinen und die individuellen Lernziele und leitet daraus die notwendigen Lernschritte ab. Zweitens, Input. Der Computer gibt Input, beispielsweise als Vortrag, Text, als Video oder auch als Simulation. Schritt 3, Übung. Der Computer lässt den Lernenden das Neugelernte anwenden und üben, am besten in verschiedenen Formen, verschiedenen Kontexten. Schritt 4, Evaluation und Feedback. Der Computer macht sich ein aktuelles Bild vom Status des Lernenden, gibt ihm Rückmeldung zum Stand und zu den nächsten Schritten. Und auch hier wieder, fünftens, ist quasi zurück zu 1. Das Ganze funktioniert als Spirale. Der Computer prüft nach erneuter Diagnose, ob es zusätzlichen Input braucht, weitere oder andere Übungen, gibt wieder Feedback und so weiter. Wenn wir jetzt Mensch und Maschine miteinander vergleichen, dann sehen wir, dass der Computer gegenüber der Lehrerin so gut wie keine Begrenzungen hat für die Individualisierung, auf die es in diesem Prozess hier ankommt. Gehen wir wieder durch. Die Kompetenz. Der Computer ist in Hardware und Software speziell genau für diese Aufgabe gestaltet worden. Ihm fehlen möglicherweise einige weiche Fähigkeiten, die eine gute Lehrerin hat, aber für das, was er machen soll, ist er quasi der Profi. Erfahrung. Der Computer hat im Laufe seines Arbeitslebens bereits Hunderttausende von Lernenden beobachten können, vielleicht sogar Millionen. Also er hat unvorstellbar umfangreiche Erfahrungen und Erkenntnisse über die unterschiedlichsten Konstellationen, die beim Lernen anfallen können. Und über den Abgleich mit früheren Situationen kann er aktuelle Situationen entsprechend besser beurteilen. Verfügbarkeit von Input und Übungen.
Der Computer hat einen riesigen Fundus an Materialien für die Schritte 2 und 3, für Inputs und für Übungen. Und dabei geht es jetzt nicht nur darum, dass das Programm statt 3 Arbeitsblätter vielleicht 100 Arbeitsblätter kennt. Ein fortgeschrittenes Programm arbeitet ganz anders. Es kann nicht nur zwischen Materialien auswählen, sondern es erstellt in dem Moment, wo es gebraucht wird, ein maßgeschneidertes Angebot für jeden Lernenden einzeln. Also es ist quasi ein an den Lernenden angepasstes Arbeitsblatt, nur dass es nicht nur ein Arbeitsblatt sein kann. Aufmerksamkeit pro Lernenden. Wir erinnern uns an die Lehrerin, die 25 Schülerinnen gleichzeitig im Blick haben muss. Der Schüler, der Computer ist überall gleichzeitig. Er hat mehr Aufmerksamkeit als in einer menschlichen 1:1 Nachhilfesituation. Man muss sich ja vergegenwärtigen, dass der Computer nicht nur über die Schulter gucken kann. Der Computer kann bei den Lernenden alles in Mikroschritten beobachten. Zum Beispiel die Bewegung der Maus oder die Augenbewegungen. Wo guckt der Lernende hin, wo auch nicht. Und auch der andere Faktor ist relevant, nämlich die Zeit. Der Computer hat unbegrenzt Zeit, sowohl für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts als auch im Unterricht selbst. Der Computer kann quasi sekündlich Förderpläne aktualisieren und kann bei Bedarf sofort neue Materialien für Inputs und für Übungen anbieten. Diese Eigenschaften der Maschine werden noch dadurch verstärkt, dass das Programm dahinter ständig dazu lernt, also seine eigenen Erfahrungen auswertet, was funktioniert, bei welchen Bedingungen, wie gut. Und auf diese Weise kann das Angebot entsprechend laufend angepasst und weiter optimiert werden. Soweit der Exkurs zu den konzeptionellen Grundlagen unserer LIDA-Schulen im Jahr 2040. Das LIDA-System ist nicht nur fachlich kompetent, weil es ständig weiterentwickelt und verbessert wird, sondern es ist auch immer geduldig und freundlich. Es steht 24 Stunden an jedem Tag voll konzentriert zur Verfügung, kann problemlos Millionen von Lernenden gleichzeitig bedienen, ohne dass sich die Kosten entsprechend vervielfältigen würden. Wir haben für die praktische Umsetzung im LIDA-System verschiedene Modelle des persönlichen Lernassistenten, so heißt es, erprobt. Zunächst hat man versucht, das kennen Sie vielleicht auch noch, mit einem kleinen Symbol am Bildschirmrand zu arbeiten. Das hat über Sprechblasen kommuniziert. Ich erinnere mich, damals gab es eine Büroklammer mit einem Gesicht, ein Uhu, der war so ein weißer Uhu. Es gab gezeichnete Roboter. Für einige Zeit hat man sich auch erhofft, stärkere Wirkung dadurch, dass man diesem Assistenten einen eigenen Körper gab. Also man hat dem Lernenden so einen kleinen Roboter auf den Schreibtisch gestellt, der mit großen Augen und niedlicher Stimme ausgestattet war. Es hat sich aber schließlich herausgestellt, dass für die Lernenden die gesprochene Ebene die wichtigste Eigenschaft für den Lernassistenten war, dass man mit dem sprechen konnte. Die meisten Kinder waren über Alexa, Siri und Co. mit cloudbasierten und körperlosen Assistenzsystemen groß geworden. Also schon zu ihrer Zeit, ich glaube Anfang der 2020er, gab es in jedem zweiten Haushalt, in den USA ein Kind aufwuchs, ein Alexa. Das heißt, für diese neue Generation war es vor allen Dingen wichtig, dass sie erstens Stimme und zweitens den Namen ihres Assistenten selbst auswählen können. Insofern muss man sich die LIDA-Schulen jetzt als einigermaßen angenehme Orte vorstellen. Sieht ganz schön da aus. Das ist so eine Mischung aus Starbucks, Lesesaal und Großraumbüro. Und hier arbeiten die Lernenden einen großen Teil des Tages mit ihren digitalen Lernassistenten, jeder im eigenen Tempo, mit maßgeschneidertem Lernangebot, eben LIDA. Lernen individuell, digital und adaptiv. LIDA. Schauen wir wieder auf unseren Bingo-Zettel, wieder auf die linke Säule. Es geht wieder um das Zukunftsbild. Und hier heißt es ja im Impulspapier, es ist ein übergreifendes Ziel, die Entwicklung einer schuleigenen Schule- und Unterrichtskultur. Und da können wir jetzt bei der LIDA-Schule quasi die größtmögliche Leerstelle markieren, weil es gerade Konzept der Schule ist, dass es kein schuleigenes Konzept gibt, keine schuleigene Kultur, sondern tatsächlich ein übergreifendes Konzept, ein übergreifendes, im Wortsinne, Programm für das Lernen. Andersrum gibt es auf der individuellen Ebene der Lernenden dann wieder höchst eigene Ansätze, aber alles im Rahmen dieses übergreifenden Schulprogrammes. Insofern haben wir hier lauter Leerstellen bei partizipativer Entwicklung eines Zukunftsbildes, bei Einbezug der Schulgemeinschaft, bei gemeinsamer Prozessgestaltung und bei weiteren Punkten in diesem Entwicklungsbereich. Allerdings könnte man auch einen ganz großen Haken setzen, einen Volltreffer bei Vernetzung in der Schule und darüber hinaus. Denn das ganze System von LIDA beruht ja darauf, dass die Daten, die dafür das Lernen genutzt und erfasst werden, ja nicht nur in der Schule, sondern eben darüber hinaus über viele, viele Schulen im Lande, vielleicht sogar auf der ganzen Welt erfasst und miteinander verbunden werden. Das ist geradezu ein konstitutives Merkmal, die Vernetzung in der Schule und darüber hinaus. Schauen wir auf den nächsten Bereich mit Fokus auf Lernen der Schülerinnen und Schüler als zentraler Ausgangspunkt. Auch hier kann man es sich wieder leicht machen, viele Leerstellen. Ich würde aber einen Verdachtsfall mir genauer anschauen, nämlich
die Berücksichtigung und Förderung der Lernmotivation. Dazu können wir bei den LIDA-Schulen schon den Verdacht haben, dass das Lernen durch diese hochgradige Individualisierung, durch das automatisierte, sehr schnelle, sehr individuelle Feedback, vielleicht auch durch sowas wie Belohnungsmechanismen, sehr stark unterstützt wird. Nächster Bereich, Fokus auf Unterricht und auf das Lernen. Auch hier wieder viele Lehrstellen und hier möchte ich tatsächlich auch eine Lehrstelle hervorheben, nämlich die umfassende Kompetenzorientierung und die Förderung von 4Ks als Zukunftskompetenzen. Denn man stellt sich ja schon die Frage, wie man tatsächlich, wenn man da den ganzen Tag mit seinem Tablet einem vorgegebenen Lernpfad folgt, sowas wie Kreativität lernen soll, wie man Kommunikation und Zusammenarbeit lernt, wie man kritisches Denken lernt, wenn man tatsächlich immer nur einen vorgegebenen Pfad für sich individuell abarbeitet. Auf der anderen Seite können wir einen Volltreffer setzen, nämlich bei individueller Förderung und Inklusion. Dazu steht im Impulspapier folgender Absatz und der liest sich wie eine Beschreibung der LIDA-Schulen. Digitale Möglichkeiten sind für die Diagnostik, die individuelle Förderung, für die Beratung und für individuelles Feedback integrale Bestandteile der Gestaltung von Unterricht und schulischen Lernprozessen. Genau das tut die LIDA-Maschinerie. Und der Absatz geht noch weiter. Die Möglichkeiten digitaler Unterstützungsformate zur Lernprozessdiagnostik und Unterstützung und Begleitung von individuellen Lernprozessen, zum Beispiel über adaptive und tutorielle Systeme, werden zunehmend erschlossen. Und genau das scheint mir in den LIDA-Schulen im Jahr 2040 sehr weitgehend erschlossen zu sein. Ich möchte noch einen Punkt ergänzen, der mir in Diskussionen wie diesen häufig zu kurz kommt, so auch im Impulspapier 2, das heißt ein klares Was fehlt, für den Stellenwert der Basiskompetenzen. Wir haben 2022 immer noch die Situation, dass jeder vierte Jugendliche, 25%, nicht mal die Mindeststandards bei sowas wie Lesen, Schreiben, Rechnen erfüllt. Wir haben immer noch die Situation, dass jeder 15., 6,8% das Schulsystem auch nur ohne einen Hauptschulabschluss verlässt. Das heißt, wir scheitern krachend an dem Versprechen, dass wir allen jungen Menschen oder zumindest annähernd allen jungen Menschen ein Mindestmaß an Bildung mitgeben können. Und solange wir diesen Zustand haben, müssen wir uns auf Diskussionen einlassen, wenn da ein System ist, das mit dem Versprechen oder mit der Verheißung kommt, die Basiskompetenzen auf ein deutlich höheres Niveau bringen zu können. Ich schaue nochmal auf die ganz rechte Seite auf meinem Bingo-Zettel. Es geht um die Lehrkräfte und hier erleben wir den Extremfall einer Lehrstelle, nämlich Lehrstelle nicht nur in dem Sinne, dass wir sagen, davon wurde nichts erzählt in diesem Video, sondern sogar mit dem Verdacht, dass Lehrkräfte tatsächlich gar keine Rolle mehr spielen in diesem LIDA-System. Und ich hoffe, dass Sie ein paar Spekulationen haben, was diese Lehrstelle angeht. Haben da jetzt Algorithmen und digitale Assistenten die Funktion übernommen? Gibt es die Lehrkräfte gar nicht mehr? Oder haben sie sich irgendwie neu erfinden müssen als Begleiter und Berater in Lernprozessen? Sind sie diejenigen, die die Computersysteme programmieren? Oder wenn nicht, wer macht das dann? All das bietet hervorragende Möglichkeiten, sich jetzt nochmal Gedanken zu machen und zu diskutieren, was auf Ihrem Zettel steht. Wenn Sie jetzt in die Diskussion gehen zu den LIDA-Schulen, nehmen Sie vielleicht noch meinen Appell mit, dass Sie sich auch hier auf die Möglichkeit dieser Schulen einlassen. Wir haben ja in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen jenseits des Bereichs Bildung schon gesehen, dass wir im Feld der Digitalisierung erstmal Entwicklungen sehen und denken, das wird sich nicht durchsetzen, es nicht für möglich halten, das für sogar widersprüchlich zu unseren Überlegungen, vielleicht sogar zu unseren Werten wahrnehmen. Das heißt aber auch, dass an dieser Stelle sozusagen noch der größte Spielraum ist, wo Digitalisierung tatsächlich etwas grundlegend verändern könnte in unseren Schulen. Und entsprechend lade ich Sie ein, an dieser Stelle wieder Diskussionen zu führen mit der Perspektive, wie man sowohl als auch Diskussionen anstelle von entweder oder Diskussionen führen kann. Damit sind die Schilderungen der drei Schulen von Augustin Berlinghoff Prefect beendet. Damit ist auch mein Bingo-Zettel erstmal beendet. Jetzt sind Sie dran. Und wenn Sie mögen, können Sie danach sich noch einen Bonustrack anschauen. Es gibt noch mehr Ausführungen von Augustin Berlinghoff Prefect über die drei Schulen hinaus. Allgemein zum Schulsystem im Jahr 2040. Da geht es um Stichworte wie Bildungsgerechtigkeit, auch nochmal im globaleren Maßstab. Da geht es um Kritik, die im Jahr 2040 am Schulsystem besteht. Und da geht es auch um die Ambivalenz von Datensammlungen. Ich möchte Ihnen noch einige Einblicke in die Diskussionen geben, über die wir im Jahr 2040 in der Bildungspolitik streiten.
Bildung für alle, um damit anzufangen, war eines der ganz großen Ziele, sowohl auf der globalen Ebene, aber auch in mitteleuropäischen Schulsystemen im Sinne von Mindeststandards und Bildungsgerechtigkeit. Und jetzt muss man sagen, im Jahr 2040 sind adaptive Lehr-Lernsysteme, mit denen Lernende individuell durch cloudbasierte Computer unterrichtet werden, weltweit zu dem Standard geworden. Und durch sie haben 2040 fast alle Kinder auf der inzwischen 9,2 Milliarden Menschen fassenden Erde Zugang zu einem grundlegenden Bildungsangebot. Wenn wir nach Mitteleuropa schauen, dann wird dort für fast alle jungen Menschen ein Mindestmaß an Kompetenzen ermöglicht. Die Basics, so heißt das bei uns, im Sinne von Mindeststandards, erreichen im Jahr 2040 knapp 98% einer Generation. Und das ist, wie Sie unschwer erkennen können, ein dramatisch höherer Anteil als in Ihrer Gegenwart. In vielen Ländern werden diese adaptives Lernensysteme durch globale Unternehmen betrieben, entweder in privatisierten Schulsystemen oder im Auftrag des Staates. Viele Schulen befinden sich auch im Jahr 2040 noch in den Gebäuden, in denen sie vor 40 oder manchmal vor 140 Jahren schon waren. An einigen Orten auf der Erde gibt es die Schule als Ort, an dem die Lernenden jeden Morgen zusammenkommen, gar nicht oder gar nicht mehr. Das Home Learning ist insbesondere in ländlichen Gegenden der Standard. Ich denke an Australien, Kanada, Namibia, Mecklenburg-Vorpommern. Und für die Arbeit mit einem cloudbasierten System, muss man sich klar machen, reicht ein Gerät, genug Bandbreite und ein einfacher Arbeitsplatz erstmal aus. In Mitteleuropa haben allerdings die meisten Länder auch 2040 noch die Anwesenheitspflicht in Schulen, also in Schulgebäuden, beibehalten. Das kommt unter anderem daher, dass die Bildungspolitik bei der schrittweisen Einführung dieser Systeme immer versprochen hat, dass es nicht darum gehe, menschliche Lehrerinnen und Lehrer zu ersetzen. Vielmehr wurde damals gesagt, sollten deren Arbeitskraft für genuin menschliche Aufgaben eingesetzt werden. Und man sagte, dass es dabei nicht um Mensch gegen Maschine, sondern um Mensch mit Maschine als Leitbild gehen solle. Diese guten Vorsätze hielten allerdings, muss man sagen, nur so lange, wie es den öffentlichen Haushalten gut ging. Also besonders in den sogenannten strukturschwachen Regionen waren das nur wenige Jahre. 2040 ist die Schullandschaft insgesamt fragmentiert. Schulen mit menschlichen Lehrkräften, mit vielen menschlichen Lehrkräften, mit besonderen Profilen wie die Greta Thunberg Reformschule oder das Manfred Spitzer Lyzeum sind die Ausnahme. Sie werden von wohlhabenden Kommunen, von Eltern, von Unternehmen, Stiftungen, von Glaubensgemeinschaften finanziert. Die große Mehrheit der jungen Generation, also ich sag mal Pi mal Daumen 80%, besucht die effizienten LIDA-Schulen. Man kann schon sagen, das Schulsystem in 2040 bietet ein effizientes Angebot für alle. Aber man muss auch sagen, es ist gespalten und es ist umstritten. Also die Kritiker nennen diese LIDA-Schulen Lernfabriken ohne Herz und Seele. Die Schulen würden mit ihren bunten Sitzsäcken und begrünten Ecken zwar an der Oberfläche einladend und individuell wirken, aber diese versprochene Individualisierung ist quasi ein Fake, wird gesagt. Da können zwar alle im eigenen Tempo und mit maßgeschneiderter Betreuung lernen, aber das Entscheidende, nämlich die Inhalte des Lernens seien keineswegs beeinflussbar. Alle müssten dem Pfad folgen, den die Maschine vorgibt. Und dieser Pfad oder dieser Weg sehe zwar unterschiedlich aus, aber er führe alle zu den gleichen und vorgegebenen Zielen. In 2040 wird rückblickend auch eine unerwartete Nebenwirkung der adaptiven Systeme sichtbar. Die Schülerinnen und Schüler verstehen ihr eigenes Lernen selbst immer weniger. Das heißt, diese Kompetenz zum Meta-Lernen, also das Lernen über das Lernen, das war und ist zwar als zentrales Bildungsziel schon lange bekannt, wird bestimmt auch bei Ihnen diskutiert. Allerdings, die digitalen Systeme haben genau das überflüssig gemacht, oder sie haben es vermeintlich überflüssig gemacht, müsste man eigentlich sagen. Diese Systeme beobachten, analysieren, verstehen das Lernen und die lernende Person braucht und kann auch gar nicht mehr nachvollziehen, wie das geht. Für sie reicht es aus, immer dem nächsten Schritt des digitalen Pfads zu folgen. Insofern lernen die wenigsten Lernenden tatsächlich etwas über ihr Lernen. Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen sind in 2040 weiterhin wichtig, auch wenn sie sich verändert haben. Genauso ist fachliches und interdisziplinäres Wissen weiterhin wichtig. Übergreifende Kompetenzen wie Kreativität, Empathie, kritisches Denken, Zusammenarbeit, das gilt alles als genauso bedeutsam und ist miteinander verwoben. Und diese Lernziele, diese übergeordneten, sagen die Kritiker, die kann man in diesen automatisierten Lernfabriken nicht fördern. Im Gegenteil, der Algorithmus kann besonders gut eindeutiges Wissen, Faktenwissen vermitteln und abprüfen. Und genau diese Art von Wissen haben für Menschen immer weniger Bedeutung, weil diese Tätigkeiten, die genau das voraussetzen, inzwischen von Maschinen übernommen wurden.
Abschließend kann ich Ihnen noch Einblicke in die Frage nach Kontrolle und Macht in diesen hochtechnisierten Lehr-Lernsystemen im Jahr 2040 geben. Ich nehme an, Sie würden es in Ihrer Gegenwart unter dem Stichwort Datenschutz diskutieren, was ja nun wirklich ein unpassender Name ist, aber lassen wir das vielleicht erstmal beiseite. Also, 2040 ist es von Ihrem Standpunkt aus kaum vorstellbar, wie umfangreich, wie umfassend die Daten sind, die in diesen vernetzten Lehr-Lernsystemen 2040 anfallen und verarbeitet werden können. Es werden ja nicht nur alle Lernschritte und alle Lernergebnisse aufgezeichnet, sondern insgesamt gibt es eine umfassende Vermessung der Lernenden, also eine Vermessung der Menschen. Zunächst hat man dabei die direkten Eingaben in den Blick genommen, Tastatur, Klicks, Touchscreen. Und dann wurden zunehmend auch die indirekten Interaktionen wichtig. Man hat damit begonnen, über Webcams die Blickrichtung zu analysieren. Wohin schauen die Lernenden? Wie lange schauen sie dahin? Was ignorieren sie? Was fokussieren sie? Und die Auswertung dieser Daten, von Millionen von Datensätzen, haben einen enormen Entwicklungsschub gebracht. Die Entwickler und ihre Algorithmen haben erkannt, dass es für die Analyse eben viel wichtiger war, zu erkennen, was im Inneren der Lernenden passiert, wenn gerade keine Eingabe stattfand. Im nächsten Schritt lernten die Systeme dann mit Hilfe von zusätzlichen Daten wie Blutdruck, Herzfrequenz, Hautwiderstand, Gesichtsausdruck, Pupillengröße etc. auf den psychoemotionalen Zustand der Lernenden zu schließen. Was erzeugt ihnen Stress? Was sorgt für gute Lernatmosphäre? Was sorgt für Motivation? Und die so gewonnenen Daten hat man dann untereinander verbunden, natürlich mit den jeweiligen Lerninhalten verbunden und schließlich auch mit Metadaten. Das ist beispielsweise sowas wie die Tageszeit gewesen, das Wetter und vieles andere rundherum mehr. Und man fand zum Beispiel heraus, dass alles, was an Lernbemühungen kurz vor der Mittagspause oder ohne vernünftige Zwischenmahlzeiten stattfand, vollkommen für die Katz war. Man hätte es zwar vorher wissen können, aber dann wusste man es mit Gewissheit. Hunger wirkt wie ein Turbo gegen das Lernen. Übersättigung übrigens auch. Aber das ist nochmal eine andere Baustelle. Auf diese Weise und mit Zugriff auf die Datensätze von Millionen von Schülerinnen und Schülern konnten die lernenden Algorithmen hochgradig komplexe Analysen vollziehen und das Lerngebot immer weiter perfektionieren, sodass ein Lernen ohne Angst und Stress mit Belohnung und Entspannungsphasen möglich wurde. Und zwar nicht nur für den einen angenommenen Durchschnittsschüler, sondern für jeden einzelnen individuell. Gleichzeitig weckten diese Datensätze und ihre Analysen Begehren von allen Seiten. Am Anfang standen die Eltern, die sehr empfänglich waren für das Versprechen, jederzeit über Lernstand und Aktivitäten ihrer Kinder auf dem Laufenden gehalten zu werden. Es gab übrigens eine mächtige Nebenwirkung. Das waren so Empfehlungssysteme für außerschulische Aktivitäten der Kinder, Sport, Musik, andere Hobbys. Diese Analysen wurden aus Big Data-Analysen abgeleitet wiederum, bei denen die Algorithmen unter anderem die Daten früherer Schüler mit den späteren Erfolgen und den außerschulischen Tätigkeiten trianguliert haben. Dann haben sie weitere Einflüsse herausgerechnet mit erstaunlichen Ergebnissen. Ich erzähle Ihnen jetzt aber nicht, was da rausgekommen ist. Wichtiger ist noch die Unternehmen. Die Unternehmen interessierten sich auch zusätzlich für diese Datensätze, um Informationen für Bewerbung, für Recruiting, aber auch für das Marketing zu gewinnen. Man konnte das einigermaßen zurückdrängen, nachdem Mitte der 20er Jahre drakonische Strafen für entsprechenden Missbrauch von Daten eingeführt wurden. Schwieriger aus meiner Sicht gestaltet sich auch im Jahr 2040 der Umgang mit Überwachungs- und Kontrollbestrebungen von staatlicher Seite aus. Auch 2040 dauert der Kampf zwischen Freiheitsrechten und Maßnahmen im Dienste der Sicherheit an und die umfassenden Datensätze sind da Objekt größter Begierde, gerade für die 2040 dominanten Vertreter von Pre-Crime und Predictive Policing. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen in Ihrer Gegenwart. Da geht es kurz gesagt um die Erstellung von Persönlichkeitsprofilen. Und mit denen werden dann individuelle Wahrscheinlichkeiten für potenzielle Straftaten prognostiziert. Dieser Widerspruch in Bezug auf die Kontrolle der Daten bleibt ungelöst. Die umfassenden Datensammlungen sind eine janusköpfige Angelegenheit. Und sie bleiben es auch, weil die Daten, die das Lernen erleichtern, das Lernen verbessern, die für das Erreichen von Mindeststandards, für weniger Stress etc. sorgen. Das sind dieselben Daten, die Missbrauch und Manipulation und Kontrolle ermöglichen. Man hat Ansätze versucht wie die Löschung oder Anonymisierung von Daten, aber die haben sich auch deswegen nicht durchgesetzt, weil viele Menschen eben direkte Vorteile in ihren Datensammlungen erkennen konnten. Je umfangreicher, je weiter zurückreichend diese Sammlungen waren, desto besser. Soweit mein Bericht aus dem Jahr 2040. Nachdem Sie jetzt die drei Schulen von Augustin Böllinghoff Prefect kennengelernt haben, nachdem Sie auf Ihren Zetteln, in Ihren Papieren die vier Bereiche und die einzelnen Punkte diskutiert haben,
möchte ich noch einmal abschließend einen Punkt nennen, den wir bisweilen vergessen, der im Impulspapier aber auch drin steht, nämlich, dass das eben nicht so sauber getrennte Dinge sind, wie auf dem Papier oder hier im Video, wenn wir von Schule in der Realität sprechen. Denn da hängen die Dinge ja alle miteinander zusammen, sind miteinander verflochten und verwoben. Genau das sagt das Impulspapier hier, ich zitiere, die ausgeführten zentralen Entwicklungsbereiche sind nicht unverbunden zu betrachten, sondern bedingen sich gegenseitig. Ich nutze für mein Denken da häufig die Mobile-Metapher, denn auch in einem Mobile kann man natürlich einzelne Elemente, die da hängen, definieren und beschreiben, aber wenn man einen Punkt dann davon anfasst und in Bewegung versetzt, dann weiß man nicht unbedingt, was passieren wird, denn natürlich bewegt sich dieser eine Punkt, den man angefasst hat, aber möglicherweise geraten auch ganz andere Dinge in Bewegung, die man nicht vorher berechnen und vorausschauen konnte. Ganz am Anfang dieses Videos habe ich von dem doppelten Genitiv gesprochen, der in der Formulierung die Digitalisierung der Schule drin steckt und dass Schulen am besten den aktiven Part spielen müssen in dieser Formulierung, also ihre eigene Digitalisierung finden, erfinden, gestalten müssen. Dieser gleiche doppelte Genitiv findet sich auch in der Überschrift von diesem Video, denn das Video heißt ja Vision der Schule. Und auch an dieser Stelle sei nochmal angemerkt, wie wichtig es ist, dass Visionen der Schule eben die Vision dieser Schule sind. Also ihre eigenen als die Akteure in den Schulen, die ihre Digitalisierung und eben auch ihre Vision, ihre Zukunftsbilder entwerfen, diskutieren und mit Leben füllen müssen. Viel Erfolg dabei!